Guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, liebe Freunde meines YouTube-Kanals und hallo, Rechtsfreunde. Obwohl ich zurzeit durch einen kleinen ärztlichen Eingriff etwas angeschlagen bin, möchte ich euch bzw. Sie doch auf dem Laufenden halten, was die Rechtsentwicklung im Bereich Hartz IV angeht. Und da beschäftigt uns alle ja zurzeit die Entwicklung bezüglich der Frage, darf das Amt Mietkautionsdarlehen mit den laufenden Leistungen aufrechnen? Da gibt es jetzt eine neue Entscheidung des Sozialgerichts Kassel. Und zwar hat eine Kammer dieses Sozialgerichts in einem Eilverfahren entschieden, dass eine solche Aufrechnung unzulässig ist. Der Sachverhalt war wie folgt: Die Leistungsempfängerin hat also ein solches Mietkautionsdarlehen beantragt. Dann wurde ein Vertrag abgeschlossen. Amt gewährt das Darlehen. Sie zahlt monatlich 10% der Regelleistung auf dieses Darlehen zurück. Und das Amt erließ daraufhin bezüglich dieses Rückzahlungsbetrages einen Aufrechnungsbescheid. Die Widerspruchsfrist hat die Leistungsempfängerin auch verstreichen lassen, hat dann aber diese Entscheidung des Bundessozialgerichts gelesen, in der am Rande erwähnt wurde, vermutlich sei diese Verrechnung unzulässig, und dann beantragt, den Bescheid, der eigentlich schon bestandskräftig war, zu überprüfen. Das geht ja im Sozialrecht, und zwar gemäß Paragraph 44 des 10. Buches des Sozialgesetzbuches. Das ist einer der wenigen Fälle, in denen man, wenn auch inzwischen im Bereich Hartz IV stark eingeschränkt, die Bestandskraft von Bescheiden, bei denen man halt die Widerspruchsfrist hat verstreichen lassen, durchbrechen kann. Da ihr diese Überprüfung zu lange dauerte, hat sie dann außerdem einen Antrag im Eilverfahren beim zuständigen Sozialgericht gestellt, und dieses hat dann in der Tat gesagt, an der Rechtmäßigkeit des Bescheides, der noch im Überprüfungsverfahren ist, also dieser Aufrechnung, bestünden so erhebliche Zweifel im Hinblick auf die Verfassungsmäßigkeit der Regelung, Stichwort Gewährung des soziokulturellen Existenzminimums, hat sich dabei auf diese alte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts bezogen, sodass im Ergebnis dann also diese Verrechnung bis zur endgültigen Entscheidung im Hauptsacheverfahren, also in diesem Überprüfungsverfahren des Jobcenters, eventuell dann mit anschließendem gerichtlichen Verfahren nach Widerspruchsverfahren ausgesetzt wurde. Die Entscheidung weist einige Besonderheiten auf. Zum einen diese Zweistufigkeit der ganzen Angelegenheit. Hier wurde also nicht nur ein Vertrag geschlossen, sondern das Amt hat zusätzlich noch einen Aufrechnungsbescheid erlassen, sodass also da tatsächlich ein Verwaltungsakt, wie man das nennt, in der Welt war, den die Leistungsempfängerin angreifen konnte. Über das Problem, dass sie ursprünglich ja eine entsprechende vertragliche Einverständniserklärung unterschrieben hatte, hat sich das Gericht in den mir bekannten Urteilsgründen hinweggesetzt, also das nicht weiter problematisiert. Ein weiteres Problem im vorliegenden Fall war, dass normalerweise diese Eilentscheidungen eigentlich in Verfahren, in denen die Widerspruchsfrist versäumt wurde und es also jetzt nur noch mit dem Hintertürchen der Überprüfung weitergehen kann, unzulässig ist, wenn nicht ganz besondere Umstände vorliegen. Und diese ganz besonderen Umstände hat das Sozialgericht also hier bejaht. Und zwar eben aufgrund der Tatsache, dass hier das Existenzminimum nicht gewährleistet ist. Sie können sich also, falls die Lage bei Ihnen ähnlich ist, durchaus nicht nur auf diese Entscheidung des Bundessozialgerichts mit all den Einschränkungen, die ich im einschlägigen Video ja schon genannt hatte, berufen, sondern zur Argumentation auch diese Entscheidung des Sozialgerichts in Kassel heranziehen. Ich sage Ihnen mal das Aktenzeichen, das finden Sie also über Google dann relativ leicht. Das ist Sozialgericht Kassel S3AS 174/15 Groß E Groß R. Nochmal der Hinweis, das ist wiederum die Entscheidung eines erstinstanzlichen Gerichts, das für einen bestimmten Bezirk zuständig ist, in dem Fall sogar nur durch einen Richter, weil bei diesen Eilverfahren an den Beschlüssen die zwei ehrenamtlichen Richter nicht mitwirken. Sicher zeigt auch dieser Beschluss, auch wie die einschlägigen Entscheidungen, die es schon aus Berlin gab, eine bestimmte Tendenz in der Rechtsprechung an. Andererseits sollte man das auch nicht überbewerten. Das eigene Sozialgericht kann die Sache natürlich anders sehen. Trotzdem, Sie haben im Grunde genommen nichts zu verlieren.
In diesem Sinne viel Erfolg und vielen Dank für Ihr Interesse an meinem Video.